Moin moin und herzlich willkommen bei Lichtzeichen der Hamburg. Ich bin der Sascha und heute rede ich ein wenig über die Germany's Next Top-Folge von gestern, denn die ist mir doch ein bisschen negativ aufgestoßen, sage ich mal. Aber bevor ich jetzt ganz darüber abhitle, werde ich auch die guten Seiten von der Folge und dem Shooting erzählen. Positiv an der gestrigen Folge fand ich die Fotografin, die war mir doch schon sehr sympathisch. Das ist die Ellen von Unwerth. Ich habe mir die oder ihre Arbeiten vor der Folge mal angeschaut. Das ist doch sehr inspirierend und wirklich tolle, authentische Fotos, die sie dort macht, oder ihre Arbeit ist sehr authentisch. Und dabei hat's, oder es hat mich da nichts gewundert, dass sie die authentischen Fotos von dem Shooting dann ausgewählt hat. Ich rede vor allem von den Fotos, wo dann eins von den Mädels umgefallen ist und dann die Hunde sich aufgestürzt haben und sie dann gelacht hat, weil wer fängt denn dann nicht an, wenn so sympathische Hunde einen, sag ich mal, angreifen. Was mir auch gefallen hat, war das ganze Make-up und Design von dem Shooting an sich. Auch die Location hat sehr gut gepasst zu dem Thema. Und während die Models schon, sagen wir mal, frisiert worden sind und das Make-up aufgetragen worden ist, ist mir schon aufgefallen, das stimmt wieder on point. Also da muss ich sagen, oder da muss ich hier mal das ganze Make-up-Team wirklich loben, weil die sind wirklich on point. Die Models werden richtig für ihr Gesicht halt richtig gut frisiert und gestylt. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Also da mal wirklich Chapeau an das Team im Hintergrund. Es werden natürlich immer die Leute im Vordergrund gefeiert, aber hier muss ich echt sagen, das Make-up-Team ist schon sehr gut. Man muss natürlich auch sagen, das ist schon eine größere Produktion und da komme ich dann jetzt auch zu den negativen Seiten, denn wenn du eine wichtige Sendung oder eine große Sendung, auch wenn es vielleicht bei anderen unter Trash-TV läuft, aber es ist schon eine Sendung, die, sag ich mal, größere Einschaltquoten hat als andere, dann hat man schon eine Verantwortung und da möchte ich jetzt mal drauf zu sprechen. Wie schon bereits erwähnt, ich fand das Outfit, das Styling fand ich alles ganz cool, die Location war cool, womit ich auch kein Problem hatte, waren auch die Rollschuhe, aber das hätte ich auf so eine Bahn gepackt, so richtig 70er-Jahre-Style, wenn es sowas überhaupt noch hier gibt. Jetzt kommt's, die Hunde an für sich waren jetzt nicht so das Problem für mich. Ich hätte aber dann die Rollschuhe weggelassen. Also beides zusammen passt einfach nicht. Das ist für mich viel zu gefährlich für den Hund. Denn wenn wir ein Shooting, egal ob Menschen oder Tier, machen, dann sollte die Sicherheit für alle gewährleistet sein. Und in dem Fall empfand ich das nicht. Wo ich auch sehr sauer wurde, also ich habe so ein Holz bekommen, war auch in den Momenten, wo die Models an dem Halsband der Hunde gezogen hat. Und das geht für mich halt gar nicht. Halsband ist wirklich 19. Jahrhundert, das ist total oldschool. Das hat eigentlich nichts mehr, sagen wir mal, das ist halt nicht mehr neu, das wird halt nicht mehr gemacht. Ich bin ganz hart und sage, wer seinen Hund wirklich hasst, der benutzt ein Halsband und wer seinen Hund liebt, der benutzt ein Geschirr. Falls ihr wirklich jetzt nicht wisst, von was ich rede, es gibt mittlerweile so, ja, Brustgeschirre für Hunde, die wesentlich, wesentlich angenehmer sind. Was ich sagen möchte, ist, Halsbänder sind wirklich out und sollten nicht mehr benutzt werden. Und das hätte einfach in so einem Schriftzug unten wirklich, das finde ich, ist wirklich meine Meinung, das hätte dann in dieser Folge während des Shootings auch dort stehen müssen, dass die Halsbänder in dem Fall, sage ich mal, wegen ästhetischen Gründen genutzt werden. Privaten Gebrauch sollten die halt einfach verschwinden, sollten auch nicht mehr verkauft werden, meines Erachtens. Und ich kann euch wirklich in 10 Sekunden zeigen, warum man das nicht machen sollte. Das könnt ihr euch mal im Kopf vorstellen, warum man nicht an einem Hals ziehen sollte. Ich muss aber dazu sagen, ich habe pauschal nichts dagegen, wenn man Fotoshoots mit den Haustieren von Privatpersonen macht. Das ist total was anderes. Da geht man ganz anders mit dem Tier um. Man lässt sich auch wirklich sehr viel Zeit und man braucht wirklich viel Geduld. Und klar,
Das ist natürlich eine Großproduktion, man muss sich einfach vorstellen, das sind irgendwie 25 Models, jede hat 5 Minuten. Mit Pausen sind das 10 Minuten, da sind wir schon bei 250 Minuten. Die waren da 4 bis 6 Stunden am Shooten. Das ist natürlich viel zu lange für die Hunde. Natürlich wurden die ausgetauscht, haben sie auch gezeigt, ist meines Erachtens in Ordnung. Man hat auch bei den Hunden auch gesehen, dass sie zum Teil auch relativ relaxed waren. Also, ne, wie ich schon bereits erwähnt habe, da sind ein paar Mädels umgefallen. Und die Hunde haben gedacht, hey, eine neue Freundin, ich schlecke ihr mal übers Gesicht so. Das hat man bei den meisten Hunden gesehen, die waren so, ja, was macht der Mensch da eigentlich so? Ich habe aber auch bei einigen Hunden gesehen, dass die das gar nicht so toll fanden. Die waren schon sehr irritiert und nicht, dass sie in komplett Panik gefallen sind, aber den Hunden war schon wirklich unwohl bei der Sache. Und da würde ich als Hundebesitzer für kein Geld der Welt würde das machen. Das war meine Meinung zu Germany's Next Topmodel von gestern. Ich würde gerne eure hören. Schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht seid ihr ja auch Hundebesitzer und habt ihr das gestern gedacht, ey, das geht einfach mal gar nicht. Es war einfach viel zu gefährlich. Oder sagt ihr, was stellst du dich ja nicht so an? Gibt natürlich beides. Schreibt es in die Kommentare. Für mich ist das ein totales No-Go. Die Rollschuhe hätten einfach weggelassen. Dann hätte ich damit, glaube ich, kein Problem gehabt. Und mit einer richtigen Instruktion für die Models, und nochmal, du ja zieh nicht im Halsband. Wäre schon viel geholfen. Wäre eigentlich Pflicht. Das wäre minimale Pflicht gewesen an dieser Stelle. Und das hat die Produktion da versäumt. Auch mit dem Hinweis, dass eigentlich Halsbänder nicht mehr das Maß aller Dinge sind. Das war's jetzt von mir. Und da bleibt mir eigentlich nur zu sagen, gehabt euch wohl und gutes Licht.